Die Highlights werden euch präsentiert von Skoda Sütterlin, Badens größter Skoda-Exklusivhändler. Entdecke jetzt dein neues Fahrgefühl bei Skoda Sütterlin in Freiburg. Skoda. Simply clever. Recht herzlich willkommen zum dritten Halbfinalspiel der DEL2 hier bei Spray TV zwischen dem EHC Freiburg und den Bietigheim Steelers. Badens größter Skoda Exklusivhändler. Freiburg im ersten Durchgang von links nach rechts. In Anführungsstrichen nebenher noch Trainer der britischen Nationalmannschaft ist. Und dort hat er ja in den letzten 5 Jahren die britische Nationalmannschaft zu den Top-Mannschaften der Welt gemacht. Aber Bietigheim geht hier in Führung. Mit dem Konter wieder schnell gemacht. Und dann ist es CJ Stretch, der die Bietigheim in Führung bringt. Hier nochmal, da taucht er frei auf. Und dann schießt er schön in den Winkel. Keine Chance für Enrico Salvarani. Und das bedeutet die Führung für die Gäste. Riley Shee. Oh, gute Gelegenheit! Und dann dauert es 31 Sekunden. Und Riley Shee donnert die Scheibe zum 2:0 für die Bietigheimer in die Maschen. Unglaublich schnelles Spiel. Da zieht er einfach ab. Salvarani, der gar nicht so schlecht steht, aber die Scheibe im Tor. Das sind, sagen eigentlich die Torhüter immer, das sind die gefährlichsten Schüsse direkt unter die Stockhand. Einen in der Hauptrunde und Christoph Kiefersauer, der ja von den Tölzer Löwen kam. Und da ist der Anschluss. Und das ist eine ganz wichtige Situation für die Freiburger. 6:37 gespielt im Mittelabschnitt. Und dann ist es, ja, wer kann es nicht sein? André Hult. Auf der Pass von Scott Allen. Schön von hinterm Tor auf André Hult gepasst. Und der lässt sich das nicht nehmen und schiebt einen zum 1:2. Der Topscorer der Freiburger. Hier sehen wir es nochmal. Allen, der da hervorragend vorbereitet. Und André Hult mit all seiner Klasse. Der netzt ein und jetzt also auch Leon Dubrava zum ersten Mal an diesem heutigen Abend geschlagen. Zu Hause als Zwischenergebnis im anderen Halbfinale. Oh, die Chance! Und da ist Stretch. Und der sieht die Scheibe frei und erhöht auf 3:1 für Bietigheim. Wahnsinnspass von Brad Breitkreuz. Durch die Beine gespielt und hat geahnt, dass der CJ Stretch hinter ihm steht. Und das ist dieses blinde Verständnis, das man auch in diesen Playoffs braucht. Breitkreuz, der steht da, ja, und bringt einfach die Scheibe nach hinten. Stretch ist der da steht. Gut auf billig abgelegt und hinterm Tor wartet Scott Allen mit dem Wraparound. Und dann aber auch nur Zentimeter am Tor vorbei. Also es gibt tatsächlich, wie du es gesagt hast, den Videobeweis. Und ich glaube, man will da tatsächlich prüfen, ob nicht die Scheibe im Tor gelandet ist. Und hier sehen wir es nochmal. Allen kommt darunter aus dieser Situation absolut nicht zu erkennen. Möglicherweise richtet es hier die Übertorkamera. Und die war drin, oder? Die Scheibe war drin, ja. Sehr schwer zu sehen. Also von hier oben sieht es tatsächlich so aus. Und die war drin? Ja. Die Scheibe definitiv im Tor. Auf Tor, Anschluss für den EHC Freiburg. Linsenmeier, geht die Scheibe tief. Bersen, jetzt ist die Möglichkeit da und das ist eiskalt der Treffer. Und Evan Mosi gleicht aus. Freiburg nach 3,5 Minuten mit dem 3:3 im Schlussabschnitt. Jetzt sehr bitter für Bietigheim, jetzt circa 2 Minuten im Freiburger Drittel gespielt, haben wirklich viel Druck gemacht und im Gegenzug Freiburg eiskalt vorm Tor. Schöner rausgespielter Treffer. Und hier sehen wir es, die Vorarbeit von Chad Bessen, der die Scheibe mitnimmt. Wittfurt. Oh, Tor! Und diese Scheibe aus dem Nichts, Marc Wittfurt mit dem Führungstreffer für den EHC Freiburg. Und da ist die Scheibe da irgendwie an der Fanghand von Leon Dubrava vorbei.
Nochmal zu sehen, Wittfurt sieht da keine Möglichkeit, spielt die Scheibe einfach nach vorne und dann am Torhüter vorbei, Führung Freiburg. Ja, war auch wieder direkt am Verteidiger vorbeigeschossen. Der Verteidiger war sozusagen im Weg, der Torhüter konnte nicht wirklich was sehen. Schüle. Sheen. Ziehen die Schlinge eng und das dauert nicht lange. Und es ist Riley Sheen nach 17 Sekunden in Überzahl. Ausgleich für die Steelers. Lassen die Scheibe da gut laufen, dann hat er zu viel Platz, in die Mitte zu ziehen und dann über die Stockhandseite von Enrico Salvarani. Und dann schlägt es ein 4:4, Bietigheim zurück. Und Erle mit der Scheibe. Geht da durch und da ist der Treffer. Christian Billig, 1:07 vor dem Ende. Führung für den RC Freiburg, 5:4. Ja, ganz stark von Scott Allen hier vors Tor gezogen. Dubrovac konnte die Scheibe rausstechen, aber hinter Scott kam dann der Billy und hat die Scheibe reingemacht. Und das Verbandenspiel von Scott Allen, das war ausschlaggebend, der da sich durchsetzt, die Scheibe wieder mit ins Spiel bringt. Und dann, ja, die Scheibe, wenn auch vielleicht unfreiwillig, hier liegen lässt. Und Billig, der Erste, der sieht, hat dann natürlich eine große Lücke und die nutzt er aus, 5:4. 1:07 vor dem Ende. Ganz bitter Aussicht des Steelers hier. Und der Treffer zählt. 5:4. Damit bestätigt. Nicht aus dem Drittel. Bietigheim. Jetzt aber Freiburg mit der Befreiung. Das ist der Sieg in dieser Sekunde. Freiburg wehrt den ersten Matchball ab. Verkürzt diese Serie mit einem 5:4 Sieg über die Bietigheim Steelers. Und es geht also weiter am Sonntag wieder in Bietigheim. Die Highlights wurden euch präsentiert von Skoda Sütterlin in Freiburg, Badens größter Skoda-Exklusivhändler. Skoda. Simply clever.